Der Super Champion Kampf hat angefangen, das neue Event, und im heutigen Video zeige ich euch das beste Deck für den Super Champion Kampf mit dem besten Terry Deck, und das ist das Deck. Wir haben den Mega Ritter, wir haben den Bombenturm, sehr, sehr gute Konter gegen den Champion. Außerdem haben wir zwei richtig gute Cycle Karten plus Feuerwerkerin. Feuerwerkerin auch sehr, sehr stark, Erdbeben sehr, sehr gut gegen gegnerische Gebäude. Ich würde sagen, wir gehen einfach ins Spiel rein. Ich zeige euch ein, zwei Spiele mit dem Deck, damit ihr auch wisst, wie man damit spielt und natürlich, dass es auch funktioniert. Wir gehen rein. Wir setzen den gleich Terry an der Brücke. Können ihn gleich supporten. So, er setzt ja auch den Mega-Ritter. Können wir die Fähigkeit aktivieren. Fähigkeit war gut, aber ihr seht es, Mega Ritter ist ein sehr, sehr guter Konter. Setzen wir hier noch die Feuerwerkerin. Okay, war nicht der schlauste Tornado vom Gegner. Ist okay, wir beide verlieren den Turm. Man sieht auf jeden Fall, Mega Ritter ist ein sehr, sehr guter Konter. Aber ist relativ egal, wir gehen rein mit dem nächsten Terry. Und falls der Gegner hier noch irgendwas hat, setzen wir den Bombenturm. Spielt hier ein E-Giant. Sehr, sehr interessanter Push hier vom Gegner auf jeden Fall. Okay. Sehr, sehr interessanter Push vom Gegner. Er kriegt hier auf jeden Fall guten Damage. Aber wir haben mehr Schaden gemacht. Und ja, er setzt einen Mega-Ritter an der Brücke. Also scheint nicht der hellste Gegner zu sein. Sehr, sehr dummer Tornado. Ich weiß echt nicht, was in seinem Hirn vorgeht. Aber so funktioniert das nicht, mein Freundchen. So, wir setzen jetzt unseren Terry. Und dann hat der Kollege eigentlich schon ein Riesenproblem. Also setzen mal die Fähigkeit ein. Setz mal ein Erdbeben ein. Kampfholz, und dann ist eigentlich sein Magic Archer auch down. Sehr, sehr komischer Gegner. So, setzt hier einfach seinen Schweinereiter in der Mitte. Keine Ahnung, ob das die richtige Entscheidung war. Natürlich geht unser Turm down. Aber sein Agent wird auch keinen Schaden machen. Gut, er kommt hier natürlich nicht durch, logischerweise. Setzen den nächsten Terry ein. Und sieht es, der Gegner, er hat keine Chance. Er hat keine Chance. Der Gegner hat hier keine Chance. Wir kriegen sogar sein Free Crown. Fast. Wir machen noch ein Spiel, damit ihr seht, dass das Deck extrem OP ist. So. Und Leute, das ist das erste Deck, was ich mir gerade vorgestellt habe. Falls noch irgendwelche anderen Decks hervorstechen sollten, werde ich auf jeden Fall noch Videos dazu machen. Deswegen lohnt es sich schon mal, hier auf jeden Fall ein Abo dazulassen. So, an alle, die bis jetzt noch zuschauen. So, bis im nächsten Spiel. Wie gesagt, falls ich noch neue Decks finden sollte, werde ich euch auf dem Laufenden halten. Setz mal die Fähigkeit ein. Wir warten, und dann setzen wir unseren Ice Spirit. So, er wird ein bisschen Schaden bekommen mit dem Ghost. Da haben wir leider nicht zum Beispiel Skelette, aber ist okay. Ihr seht es. Ich könnte mir sogar noch vorstellen, andere Decks zu bauen. Also wie gesagt, folgt rein. Ich werde auf jeden Fall noch andere Decks zeigen. So, vor allem, es wird noch eine Herausforderung kommen. Deshalb lohnt es sich hier auf jeden Fall, ja, zu folgen. So, Kampfholz. Ganz, ganz schlechte Kobold vom Gegner. Ganz, ganz schlechtes Skarmi vom Gegner. Wir gehen auf der linken Seite rein, setzen hier einen Ice Spirit, weil wir auf beiden Seiten Druck machen damit. So, rechts ist down. Links machen wir die Fähigkeit. Ich wusste jetzt zum Beispiel auch gar nicht, dass es 500 Schaden macht.
Okay, gegen Loon habe ich hier leider nichts. Ist dann nervig. Nevermind. Easy verteidigt hier. So, man muss aber auch wirklich aufpassen, dass man nicht zu offensiv wird. Was meine ich damit? Man sollte nicht zu overcommitten. So, Gegner macht hier echt ganz, ganz komische Sachen. Ich setze mal einen Ice Spirit. Fähigkeit kommt. Wir kriegen trotzdem Damage am Turm. Er setzt einen ganz, ganz schlechten Loon. Wir können hier Ice Spirit setzen. Ihr seht, dass der Gegner hat keine Chance. Auch Mega Ritter ist echt ein sehr, sehr guter Konter. So, unser Schweinereiter kommt. Terry. Ja, gut. Ich glaube, das ist eine Karte, mit der man auf jeden Fall ein bisschen Übung braucht. Setz mal die nächsten Fähigkeit ein. Ja, das Game ist durch. Sehr, sehr easy Game, ja. Ihr seht, das zwei Games in Folge gewonnen. No problem. Zweimal Free Crown. Easy. Ganz, ganz easy. Das ist das, was ich erstmal vorstellen kann. Wie gesagt, ich werde in Zukunft, ja, ich werde auf jeden Fall noch andere Decks probieren und falls irgendwelche anderen Decks auch krass sind, werde ich euch es auf jeden Fall wissen lassen. Lasst deswegen hier ein Abo da und lasst ein Like da. Macht's gut, Leute. Ciao.